Wenn das Spielchen halt schon wieder los. Ich habe jetzt. Wie, du hast jetzt wieder Kontakt mit der Frau? Also ich habe das jetzt vor relativ zeitnah untersagt. Ich habe den ihren dortigen Anwalt angerufen und gesagt, dass das sofort so, das ist. Wie viel Jahre, also das Ganze war im Jahre 2002? Zwei im Januar. Wie viele Jahre hattest du dazwischen Ruhe? Eigentlich so die ganze Zeit. Ich hatte dann im Jahr 2004 eine Reha-Maßnahme und da bin ich, das habe ich sofort dort den Ärzten, Therapeuten Bescheid gesagt, bin ich einfach so, hat sie mir wieder irgendwie, das könnte man dann fast als Stalking bezeichnen, hinterhergeschnüffelt und hat mich dann dort aufgespürt das und ja wieder Horror. Zu mir im, ja im zweieinhalb Jahre später wieder Kontakt aufgenommen. Und jetzt aktuell auch wieder. Und jetzt war aber nun haben wir ja ein Stalking-Gesetz und da kann man ja nun einiges tun, wenn du da jetzt alles sammelst. Also im Moment tue ich jetzt ziemlich zittern, mir geht es alles wieder total an die Substanz. Also ich habe jetzt Mensch, auch dann ist das ja auch eine Geschichte, die dich jetzt so viele Jahre beschäftigt. Das war im Jahre 2002, jetzt haben wir 2007, ist ja Wahnsinn. Ich glaube gestern der Anruf von dem Feuerwehrmann, das war auch im Jahre 2002. Ich habe eigentlich was gehört von 2000. Genau, wo das auch so... Deshalb habe ich jetzt wieder diese... Genau, wo das so nachhaltig gewirkt hat. Ich würde dir gerne jetzt ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Können wir gerne machen. Mit dem Peter. Ich habe auch schon versucht, also ich habe jetzt auch zeitnah Kontakte aufnehmen versuchen, aber ich habe noch keinen Rückruf von dem Therapeuten bekommen. Ja, also das würde ich jetzt wirklich auch dringend empfehlen, weil ich merke, auch wie du das so erzählst, dass du da sehr, sehr, sehr emotionalisiert bist und noch in der Sache drin hängst, verständlicherweise, wenn das so seltsam ist. In der Wohnung, wo es passiert ist, jetzt fast an der gleichen Stelle. Ja, und vor allen Dingen, wenn man keine Ruhe hat vor allem solchen Menschen über Jahre, ist das natürlich ganz schlimm. Wenn du nie wieder was gehört hättest, wäre es vielleicht schon, vielleicht wäre es dann anders. Ich weiß nicht, was jetzt noch alles so, was jetzt noch passieren könnte. Also es ist sehr, sehr... Wir machen es so, Mike. Du legst bitte auf und wirst von uns, von dem Peter jetzt gleich angerufen. Okay, danke dir, Dom. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Mike. Vielen Dank, viel Erfolg für deine Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Danke. Tschüss. So, und weiter geht es mit der Renate. Und Renate ist 44. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Renate. Ja, unverhoffter Besuch heißt unser Thema. Jo. Was war es bei dir? Oder wer war es? Also bei mir war es die leibliche Mutter. Die leibliche Mutter? Genau. Ich bin, soll ich von vorn anfangen wahrscheinlich, ne? Ja. Wie lange hast du die leibliche Mutter, hattest du die nicht gesehen, bevor die von der... Ich habe sie erst mit 11 Jahren kennengelernt. Mit 11 Jahren? Das erste Mal gesehen, ja. Ich war die ersten 2 Jahre von meinem Leben im Kinderheim. Und dann kam ich zu Pflegeeltern aufs Land. Im Bayerischen, wie man hört, wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, genau. Genau. Und an meinem 11. Geburtstag, das war Sommer, das weiß ich noch, ich saß auf der Treppe und die Treppe war die haben wir nicht gesehen am Flur, ne? Fuhr ein Auto herein, das war weiß, das habe ich noch gesehen und dann stand irgendwann also eine Frau im Flur. Und meine Pflegemutter und die Frau hat dann gesagt, sie wäre die Frau so und so, die ehemalige Frau von Herrn so und so, weil die war ja geschieden, die Mutter von der Renate, also von mir. Ne? Ich hörte das, lief aufs Klo, durchs Klofenster durch, zum Feld hinter, wo mein Pflegevater war. Wir hatten da, also die hatten damals eine kleine Landwirtschaft und habe nur geschrien. Weil, und zwar aus dem Grund, weil meine Pflegemutter mir immer erzählt hat, sie wäre eine Hure, sie wäre eine Zigeunerin. Die wird die leibliche Mutter. Meine leibliche Mutter wäre eine Hure, Zigeunerin. Also er hat sehr schlecht darüber gesprochen. Sehr, ja. Auch von meinem leiblichen Vater, der mich ja auch zweimal besucht hat in der Zeit von den 9 Jahren, war dieselbe eigentlich. Ne? So, jetzt bist du da hingelaufen aufs Feld zu dem Pflegevater, hast geweint und geschrien. Ja. Und währenddessen war ja deine leibliche Mutter dann noch im Haus. Genau. Wie wahrscheinlich haben sie mich gesucht, aber nicht gefunden. Ja. Und ich habe dann unter dem Heulen das meinem Pflegevater erzählt. Der hat mich auf dem Traktor gesessen. Wir sind wieder zurückgefahren zu dem Hof. Und ich wollte nicht reingehen. Und er hat mich am Arm gepackt und hat mich dann in die Küche zerrt. Da saßen dann alle. Ne? Da saßen alle. Genau, da ging die Tür auf und dann habe ich sie gesehen. Und da? Ja, und dann? Sie saß auf dem Stuhl, wo mein Pflegevater immer saß. Ja. Die Pflegemutter saß dort, wo sie immer saß. Also auch auf dem Kannst du dich erinnern an den ersten Blick deiner Mutter zu dir, wie sie dich angeguckt hat? Ich habe sie nicht angeschaut, die Frau. Ach so. Ich habe nur die Kleidung gesehen. Ja. Und die war schick gekleidet. Was wurde denn dann gesprochen? Ich wurde zu ihr hingeschoben. Ich wollte nicht hingehen. Ich wurde hingeschoben von meinem Pflegevater, der hinter mir stand noch. Ja. Und dann hat sie mich am Arm gepackt, also genommen und hat mich zu sich gezogen.
Und ich glaube, sie wollte mich umarmen, aber ich habe mich gesträubt. Ja. Und das, was ich noch weiß, sie hat unheimlich gut gerochen. Mhm. Nach Parfüm oder irgendwas. Wie ging das denn dann weiter? Du saß sie in der Stube und war sie noch lange da oder ist sie irgendwann dann... Sie sprachen dann über mich. Mhm. Während du dabei warst? Während ich dabei war. Ich stand immer noch vor ihr. Ja. Und sie wollte mich mitnehmen in die Stadt, die so 15 Kilometer von dem Dorf entfernt war, zum Einkaufen, wollte mir was Schönes kaufen. Meine Pflegemutter hat sofort zugestimmt, das war ihr gerade recht, weil sie wollte mich ja so und so nicht mehr. Achso, das heißt, das war auch kein gutes Leben bei diesen Pflegeeltern? Nein. Sie war sehr böse. Mhm. Also die hat Sachen mit mir angestellt, das kann ich nicht erzählen eigentlich, ne? Hat deine Mutter dich denn dann mitgenommen zum Einen? Ja. Ja. Hast du irgendwann dann im Auto gesessen, neben der fremden Frau, die deine Mutter war? Ich saß hinten, sie hat ihren Mann dabei gehabt. Ach so, da war auch ein Mann dabei. Da war der Mann dabei, ja. Und ich saß hinten drin in dem weißen Mercedes was. Ein weißer Mercedes, das heißt, die Mutter war wohlhabend? Ja, eher. Oder ja. Eher. Ja, aber dieser Mann war nicht dein Vater? Nein, der hieß Franz. Ja. Und meine Pflegeschwester, die 8 Jahre älter ist wie ich, die hat ja Gott sei Dank noch gesagt, die Frau, also die leibliche Mutter, die muss den Ausweis da lassen. Weil die könnte mich ja, kein Mensch, die hätte jeder sein können, die hätte mich ja mitnehmen können über die Grenze. Ne? Und hat sie das freiwillig gemacht? Ja, zuerst hat sie schon gezögert und hin und her, aber sie hat dann den Ausweis da gelassen. Ich glaube, er musste auch den Ausweis da lassen. Mhm. Meine Pflegemutter, der wäre es egal gewesen und wir fuhren in die Stadt und sie kaufte mir einen violettfarbenen Bikini und eine Wassermelone, das weiß ich noch. Das wirst du nie vergessen, ne? Ich werde es nie das mehr, ich. Nie mehr nehmen vergessen. Dann fuhren wir wieder zurück, dann musste ich rausgehen aus der Küche und sie sprachen dort drin. Ich weiß aber nicht, um was es ging. Und dann fuhr sie wieder. Sie hat zu mir noch gesagt, Renate, willst du nicht zu mir kommen? Na, habe ich gesagt, nein. Ich hatte furchtbar Angst vor der Frau. Ja. Ich habe eine panische Angst gehabt. Und dann fuhr sie. Und nach 14 Tagen sagte meine Pflegemutter, morgen kommt deine leibliche Mutter, die holt dich ab. Gott sei Dank, weil du wärst dann so ins Kinderheim gekommen, da wäre Gitter davor gewesen und so weiter und so fort, wie immer, ne, die ganze Theater wieder von vorn. Dann wurden meine Sachen gepackt, alles, was ich gehabt habe, meine ganzen Spielsachen und Anziehsachen und so weiter und so fort. Meine Pflegeschwester sagte noch, Mensch, lass doch ein bisschen was da, vielleicht kommt sie nochmal zurück. Nein, die kommt mir nicht mehr ins Haus. Die Hure muss raus. Also ich bin immer so betitelt worden. Selbst du bist so betitelt worden? Also deine leibliche Mutter wurde so betitelt und du auch? Ja, ich wurde nicht mit dem Namen angeredet. Ich wurde immer so betitelt. Schwarzes Luder. Als Kind, wir halten mal fest, du warst 11 Jahre alt. Da hat die Pflegemutter Hure zu dir gesagt? Ja, Hure und schwarzes Luder und Zigeuner. Wie viele Jahre warst du bei dieser Pflegemutter? Pflegefamilie? 9 Jahre war ich dort. Warum hat die überhaupt ein Kind aufgenommen, wenn sie so schlecht zu einem Kind war? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich wegen an Geld. Es gab Geld und damals gab es noch auf dem Land Buttermarken. Ach so, das gab es damals noch? Buttermarken. Das gab's noch? Ja, da kann ich mich noch erinnern. Ach. Und Kleidergeld gab's. Aber es wurden ja keine Kleider gekauft. Ich musste die Sachen von meiner Pflegeschwester anziehen, die ja älter war. Jetzt erzähl mal weiter. Deine Mutter hat dich dann abgeholt, die leibliche Mutter. Ja. Und bist du dann bei deinen... Wir sind dann ein paar hundert Kilometer gefahren. Und hast du dann bei ihr gelebt? Wir sind dann abends angekommen. Für mich war es eine Großstadt. So groß war die Stadt zwar nicht, aber für mich damals schon das Landei, ne? Es war eine Wohnung in irgendeinem Wohnblock drin. Ich habe die ganze Nacht geheult und geweint und hin und her gejammert. Sie kam zweimal ins Zimmer rein und hat gesagt, was los ist. Und ich habe gesagt, ich habe so heimweh, ich will wieder weg von hier. Aber darauf ging sie nicht ein. Nächsten Morgen hat sie Semmeln geholt und wir aßen Frühstück. Dann hat sie gesagt, willst du nicht mal deinen leiblichen Vater richtig kennenlernen? Wie gesagt, ich habe den erst zweimal gesehen damals, ne? Und deine ganzen Geschwister, ich habe nämlich nur 10 Geschwister, die ich ja nicht kannte. 10 Geschwister? Ja. Das sind alles Kinder von dieser Frau, über die wir gerade sprechen? Von dieser Frau, aber von verschiedenen Männern. Von verschiedenen Männern. Ja. Genau, und die Kinder hat sie alle abgegeben beim dem Mann, also leiblichen Vater, ne, von mir.
Und der hatte großgezogen und ich bin die Einzige gewesen, die weggekommen ist, gleich nach, ziemlich nach der Geburt, ins Kinderheim. Ich war die Einzige, die nicht dort aufgekommen ist. Ich bin irrsinnig gespannt, Renate. Sag mal, bevor du das dann im Detail noch weiter erzählst, doch mal, wie es dann ausgegangen ist. Bist du bei dieser Mutter, bei deiner leiblichen Mutter geblieben? Nein, die hat mich hingefahren zu meinem leiblichen Vater, wie gesagt. Ich sah ihn, ich sah die ganze Crew, also die ganzen Geschwister. Die lebten sehr asozial, also wirklich ganz, ganz schlimm und so. Sie fragte mich, willst du hier bleiben? Ich habe gesagt, nein. Und wohin? Stopp, ob ich bei meinem leiblichen Vater bleiben will. Ja. Gleich am nächsten Tag. Ja. Und ich habe gesagt, nein, ich will mit dem Mitbauer fahren, eben weil ich ja gesehen habe, wie die gehaust haben. Und eine Schwester von mir kam auf mich zu und sagte, sie will mir was zeigen, irgendeinen Bach und irgendeine Ziege, was weiß ich, was das war. Ich ging mit und kam zurück und sie war weg. Die Mutter? Ja. Und wo bist du letztendlich aufgewachsen? Dann war ich bei meinem Vater. 8 Wochen lang, ich hatte nichts, ich hatte keine Kleidung, ich hatte meine Spielsachen, ich habe gar nichts, das habe ich bis heute nie mehr gesehen. Dann hat er das Sorgerecht anscheinend bekommen und dann, nach 8 Wochen, kam meine Pflegeschwester zu Besuch, sah, wie ich dort aufwuchs, fuhr wieder zurück zu ihrem Heimatort und hat das Sorgerecht beantragt. Aber um es mal zu verkürzen, wo bist du letztendlich dann aufgewachsen? Bei wem? Ja, Domian, bei meinem Vater 8 Wochen, bei meiner Pflegeschwester 8, 9 Monate und 3 Jahre im Kinderheim. Ach so, also hin und her. Und da war ich selbstständig. Ach du lieber Gott. Genau so ist es abgelaufen. Also das ist aber eine sehr, 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 sehr schlimme Erinnerung an einen Besuch und überhaupt an deine ganze Kindheit und frühe Jugend. Das ist ja alles zerrissen und... Ja, ich könnte nicht sagen, wo ich hingehöre. Also. Das glaube ich, ja, das glaube ich wirklich. Ganz hast du denn, du bist jetzt wieder 44, hast du später nochmal Kontakt mit deiner Mutter gehabt? Ich habe mit 16 Jahren nochmal den Kontakt gesucht, ich habe sie auch dann getroffen, mit ihrem Mann wieder, der war ja immer dabei anscheinend, und dann nie mehr. Dann nie mehr, das heißt, du weißt gar nicht, ob sie noch lebt? Doch, sie lebt, das weiß ich zufällig. Und du hast auch keinen Kontakt zu deinen vielen Geschwistern? Nein. Keinen Kontakt? Ich kann das nicht, ich kann das nicht, das ist wie... Wie wenn ich, also wenn ich mit dir jetzt rede, meine ich, ich ersticke jetzt gleich im Moment dran. Und den Kontakt zu der Pflegefamilie, den habe ich dann wieder aufgesucht, damit ich irgendwo hin kann, wenn es was ist. Aber da konnte ich auch nicht hin, weil da so viel vorgefallen ist, ne? Mit Einsperren und Glühbirnen rausschrauben und Ketten in der Nacht und Schlägen und so weiter. Wir könnten uns wahrscheinlich eine ganze Stunde unterhalten, ne? Das glaube ich auch. Wenn du von deinen Erlebnissen erzählen würdest in der Pflegefamilie? Ja, und seit meinem 20. Lebensjahr habe ich Angst- und Panikzustände, ganz massiv. Das glaube ich. Und bin dann mit 35 Jahren, bin ich dann in der psychosomatischen Klinik freiwillig gegangen. Ja. Ich habe versucht, in der Zeit von 20 bis 28 mir das Leben zu nehmen, 2-mal. Habe sehr viel Alkohol getrunken. Wie ist denn das Leben heute? Hast du es heute so einigermaßen im Griff? Ich habe seit 13 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Ich habe selber aufgehört. Hast du eine Familie? Ich habe 2 Kinder. Ah ja. Bin geschieden. Und mein Mann hat mir die Kinder nicht gegeben. Das war dann 3 Jahre langer Kampf mit dem Gericht und so weiter und so fort. Und vor 3 Jahren habe ich meine Tochter gekriegt erst. Mein Sohn, der ist mittlerweile, der arbeitet, der lebt bei seinem Vater, kommt aber regelmäßig zu mir. Also ein lebenslanger Kampf immer wieder auf anderen Schauplätzen. Ja, das komisch. So wie du es mir geschildert hast. Komisch ist ja, dass es haben immer andere bestimmt was, ne? Verstehe. Und jetzt, wo ich selber bestimmen kann, jetzt kann ich es nicht. Weil die Angst immer da ist. Verstehe, Renate. Ich wollte eigentlich nicht weinen, ich bin normalerweise nicht so. Ich kann das aber gut verstehen, dass da ganz viel hochkommt und das ganze Drama der Vergangenheit jetzt... auf dir drückt. Deswegen würde ich gerne das Gespräch jetzt hier in der Öffentlichkeit abbrechen und dir sehr gerne anbieten, dass der Peter dich jetzt nochmal zurückruft, mein Psychologe. Ich freue mich, dass du mich angerufen hast und dass wir haben sprechen können. Und ich freue mich auch über dein Vertrauen, dass du es mir und uns hier erzählt hast. Das ist ja sicherlich nicht einfach gefallen, das merken wir ja jetzt auch. Aber jetzt was Nettes noch, wenn du nicht schwul wärst, würde ich dich anmachen. Ja. Ist das nicht schrecklich? Das ist doch sehr, sehr nett. Ich habe schon mal einen kennengelernt, der mir auch so gut gefallen hat, sagte, nee Mädel, ich kann nicht. Ja, und du auch noch, naja. Ja.
Liebe Renate. Okay, doch. Ich wünsche dir wirklich alles Liebe, alles Gute. Ja, ich dir auch noch. Und wir rufen dich gleich wieder an. Das ist ganz nett. Tschüss. Okay, tschüss. So, unser Thema heißt unverhoffte Besucher und ich möchte folglich gerne mit euch sprechen über unverhoffte Besucher, die mal, ja, oder Besucher, die mal vor eurer Tür gestanden haben, die ihr ja vielleicht in sehr schlimmer und grauenhafter Erinnerung habt, so wie die Renate es gerade erzählt hat, oder vielleicht auch irgendwas Schräges oder Lustiges, was euch an der Haustür passiert ist. 0800 220 50 50. Hier ist Sophia. Sophia, ne? Ja. Ja, Sophia. 27, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Ja, erzähl du uns von dem unverhofften Besuch bei dir. Ja, und zwar habe ich mir heute von dem Dönermann einen Döner nach Hause bestellt. Heute? Heute. Ja. Deswegen war ich auch ganz froh, als ich rumgesäppt habe und das Thema gesehen habe. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ein Döner, du hast beim Dönermann einen Döner bestellt. Richtig, und der kam auch 20 Minuten später vor meiner Haustür an. Ja. Und ich hatte halt kein Wechselgeld parat und habe den Dönermann reingebeten, weil es halt auch geregnet hat. Mhm. Und dann wollte ich ihm das Geld geben und er hat mir halt gesagt, dass wir das Ganze auf eine andere Art und Weise klären könnten. Na, hör mal, was ist denn das für ein Dönermann? Ja. Wo sind wir denn? Bitte? Ich sag, wo sind wir denn? Kanntest du den vom Ansehen? Kanntest du den vom Ansehen? Nein, gar nicht. So, jetzt hat er dir ein unmoralisches Angebot gemacht. Ja, so kann man das sagen. Quasi den Döner umsonst, wenn... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, und darauf bin ich auch eingegangen. Sag bloß. Ehrlich? Ja. So richtig mit allem drum und dran? Ja, er hat mich dann gefragt, wo mein Schlafzimmer ist. Und ich habe ja schon geahnt, was so sein Vorhaben war. Und ich gehe mal davon aus, dass das ein sehr attraktiver Dönermann war. Ja. Das ist ja eine Geschichte wirklich wie im billigen Porno eigentlich, ne? Eigentlich. Ja, und das war eigentlich das, was mich daran gereizt hatte, so blöd es auch klingt. Ja. Ich höre da jemanden flüstern im Hintergrund. Ist der Dönermann noch da? Nein. Ich hab den Fernseher noch an. Ach so. Dann, ja. Stell dir mal aus. Ja, okay, Moment. Okay. Ja. So, und jetzt, wie fühlst du dich? Ist das so? Wie? Beschissen. Ach so, ich dachte, das wäre irgendwie für dich eine schräge Aktion, weil du es mit so einem lachenden Ton auch erzählt hast. In dem Moment war es auch eine schräge Aktion, aber ich bin seit 2 Jahren verheiratet. Ach du lieber Himmel. Und wo ist dein Mann? Auf Dienstreise. Jetzt ist ernst, ne? Ja. Wie ist die Ehe? Eigentlich gut. Deswegen bin ich jetzt auch so, ich weiß nicht, so ein Hin und Her. Eigentlich war es ein tolles Erlebnis, aber ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ist sowas, bist du zum ersten Mal deinem Mann fremdgegangen? Ja. Ja. Wie lange ist er schon weg und wie lange wird er noch weg sein? Er ist jetzt seit 3 Tagen weg. Ja. Und kommt Freitagabend wieder. Freitagabend wieder. Wir wollen mal den Versuch, eine Erklärung wagen. Frage ich mich ja auch. Ist es irgendwie bei euch auch so sexuell nicht mehr so der Hammer? Ganz ehrlich, eigentlich schon. Ich weiß auch nicht, es war halt so eine Fantasie, wie Sie schon sagten, dass es so wie im billigen Porno war. Es war irgendwie so was mich gereizt hat. Und, ja. Und nun? Weiß ich nicht. Alles schon, wann ist der Dönermann gegangen, um wie viel Uhr? Na, er kam gegen 2:30. Am Nachmittag? Ja, und ist eine Stunde später, glaube ich, gegangen. Und den Döner hat er da gelassen? Den hat er da gelassen. Den hat er da gelassen. War ja so die andere Bezahlung. So war das Geschäft ja, ne? Richtig. Also im Moment kann ich ein bisschen drüber lachen, aber ich glaube, wenn ich meinen Mann in die Augen sehe, dann wird es ganz schrecklich. Ist er schon mal fremdgegangen, dein Mann? Nicht, dass ich wüsste, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wie ist er denn so drauf, wenn du dir vorstellst, wenn du das so durchspielst, du beichtest ihm das? Wie ist er dann? Wie würde er reagieren? Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er aggressiv reagiert. Ja, habt ihr Kinder? Nee.
aggressiv. Wollen wir eigentlich auch nicht. Bitte? Wollen wir eigentlich auch nicht. Zunächst. Zunächst. Ja. Aggressiv, was heißt aggressiv? Bitte? Was heißt aggressiv? Ich weiß nicht, ob ihm die Hand ausrutschen würde, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht, also... Ist das schon mal passiert? Nein. Nee. Aber wenn wir uns streiten, dann wird er halt schon doll böse und... Ja. Dir tut das sehr leid, was du gemacht hast? Ja. Aber andererseits, was ich selber von mir nicht verstehe, dass ich halt das Erlebnis schon toll fand. Also das Erlebnis fandest du schon irgendwie schon cool? Ja. Und toll? Aber ja. Hast gleichzeitig auch ein schlechtes Gewissen? Ja. Würdest du sowas nochmal machen? Nee. Sagst du jetzt? Das sage ich jetzt, ja. Mhm. Hast du dich wenigstens gut geschützt bei dem Geschlechtsverkehr? Ja. Ja. Das war gut. Ja. Ja. Mhm. Ja, und ich überlege jetzt halt, wie ich es meinem Mann sagen soll. Mhm. Ja, das ist jetzt die große Frage, ne? Wie sagt man das? Sagt man es? Ich möchte es ihm schon sagen. Ich möchte nicht, dass in unserer Ehe eine Lüge irgendwie besteht. Mhm. Also diese Variante zu sagen, ich bereue das absolut und ich lege jetzt den Teppich des Schweigens über dieses Geschehen und niemals wird das zutage treten. Die Variante möchtest du nicht. Mhm. Ja, gut, dann ist der Fall ja klar, Sophia. Ja. Dann wirst du es ihm erzählen. Und ich vermute mal, dass er wirklich aus allen Wolken fällt, weil es klingt absolut wie aus dem Film. Es klingt wie aus dem Film. So, dass man irgendwie denkt, kann ja gar nicht sein. Gibt's sowas? Ja. Aber es gibt's. Das frage ich mich ja selber. Ja. Wie alt war der Dönermann? Anfang 30, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, dann werden das die ersten Tage, das werden keine schönen Tage sein, wenn er zurückkommt. Seid ihr telefonisch in Kontakt? Ja, wir haben heute Abend schon telefoniert. Hat er irgendwas gemerkt so an deiner Stimmung? Nee, eigentlich nicht. Ist er weit weg? Bitte? Ist er weit weg? Er ist in Sachsen-Anhalt. Ach so, also in Deutschland unterwegs. Ja. Ja. Ich würde es, sagen wir mal, nicht am Telefon machen. Nee. Das ist immer ganz gut, wenn man das so vis-à-vis macht. Das stimmt. Und das ist auch für ihn blöd. Ich weiß nicht, wie sehr er da beruflich eingespannt ist, wenn er dann zwischendurch dann auch so eine Horrormeldung kriegt. Nein, ich glaube, das wäre nicht gut, das stimmt. Ja, ja. Ja, dann musst du jetzt da durch und musst zu dem stehen, was du gemacht hast. Das stimmt. Und darauf hoffen. Wie ist denn so eigentlich, würdest du sagen, dass im Prinzip die Liebe sehr stabil ist zwischen euch beiden? Ja, eigentlich lieben wir uns über alles, also... Mhm. Das ist eigentlich total schön. Mhm. Also ich glaube, ich habe ja so die These, wenn eine Liebe wirklich intakt ist, und es passiert mal irgend so ein verrückter Ausrutscher, und ich würde das mal so als sehr verrückten Ausrutscher einordnen bei dir, das verkraftet eine wirkliche große Liebe. Ja. Das finde ich schon. Er wird zu Recht sehr sauer am Anfang sein und toben. Und weiß ich was, aber ich hoffe nicht, dass er gewalttätig wird. Das hoffe ich auch. Das wäre nicht zu rechtfertigen, wirklich nicht. Ja. Sophia, und demnächst holst du dir schön im Geschäft deinen Döner. Ja. Und nimmst das brav. Das ist eine gute Idee. Und nimmst es brav mit nach Hause. Damit sowas nie wieder vorkommt. Mhm. Ja? Ja, dann ein gutes Gespräch mit deinem Mann. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Mann, was es alles gibt. Volker ist hier, Volker ist 66, grüße dich. Ja, grüß dich auch. Ja. Ja, freut mich ja. Also, die Dönekens, die wir gerade gehört haben, die hätten uns damals 1968, 69 in Berlin nicht so aufgeregt. Ja, das glaube ich. Ja, da war man da ein bisschen anders drauf. Wir waren Jünger von Arno Plack, die Gesellschaft und das Böse hat er mal geschrieben und der hat also für die große Promiskuität da plädiert. Ja. Ist aber auch, hält man ja nervlich nicht aus, wissen wir ja alle. Und die Zeiten sind vorbei, ne, wo man das so propagiert hat und gesehen hat. Die sind vorbei. So, du rufst mich auch an wegen eines Besuches. Ich habe damit schon mal angedeutet, dass wir irgendwie, ich bin übrigens genau wie du aus dem Bergischen Land, ja.
Wir sind dann irgendwie in Berlin gelandet, haben meinen Lehrerjob aufgegeben, um da wieder ganz von unten anzufangen. Daraus ist dann ein kleiner Nischenladen geworden für Modelleisenbahn. Und da kam dann eines Tages, als wir Mittagspause machen wollten, der unerwartete Besuch. In den Laden? Ja, da kam das Treppchen rauf, als ich gerade das Treppchen runtergehen wollte. Ja. Meine ganz liebe Frau Tine war noch im Laden. Sie war froh, dass ich gerade gehen wollte, damit sie in Ruhe aufräumen konnte, mittags in dem Mittagsstündchen. Aber der Besucher kam mir entgegen und sagte, habt ihr denn eigentlich schon zu? Ich wollte eigentlich noch was kaufen. Und in dem Moment merke ich, aha, ist Wolf Biermann. Ach. Ich sage, bist du Wolf Biermann oder was? Ja, sagt er, bin ich. Das war da, als er schon ausgebürgert war. Naja, nee, es ist 20 Jahre her, da war er schon, da hat er schon seine, sein schönes, riesengroßes Haus in Hamburg gehabt. Ja, ja. Mhm, ja? Ja. Ich sag jetzt nicht wo, ich war sauer. Wolf Biermann. Wolf Biermann, ja. Ja. So, Wolf Biermann, ich sag, pass auf, Wolf Biermann, wir haben zwar Mittagspause, aber wir gehen jetzt zu meiner Tina rein. Ja. Und das ist ja wohl klar, das war jetzt keine Mittagspause. Ja. Und in dem Moment rief die Tina aus dem Laden, also aus dem Hinterstübchen vom Laden raus, wir haben geschlossen, sagt Tine, hör auf. Wir haben einen prominenten Besuch. Den, bitte? Wir haben einen prominenten Besuch, hast du da gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, aber es war ja so. Ja, ich habe gesagt, das ist der Wolf Biermann, den lassen wir rein. Ja. Und der interessiert in dem Moment, ich weiß noch ganz genau, ja, er sagte, Tine, die heißt Tine, du reißt mir das Herz aus dem Leibe, sagt er zu mir. Ich sag, wieso das denn nun schon wieder? Ja, meine Tine ist mir gerade abgehauen und ganz großer Kuddelmuddel in Hamburg irgendwie. Aber das ist steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls, ich brauche jetzt für meine beiden Söhne, Benjamin und Felix, ja, Eisenbahn. Genau, also er war ja nun bei dir wegen der Modelleisenbahn. Ja, erstmal ja. Ja. Mhm. So, dann habe ich ihn da zweimal Grundausstattung gebrauchtes Märklin verkauft und auch schön eingewiesen, wie und was. Und während dieser Verkaufsaktion haben wir uns also schon fast gut angefreundet. Mhm. Ne? Mhm. Und dann ritt mich dann der Teufel und ich sage, Wolf, pass auf. Über uns ist eine Wohnung, da habe ich einen Konzertflügel drinstehen und ein paar andere schöne Sachen und auch eine anständige Gitarre. Mhm. Wollen wir nicht oben ein ganz klein bisschen Musik machen? Na, da hat er sich bedankt, was, dass er jetzt arbeiten musste. Ja, nein, Wolf sagte, klar, geh mal rauf, natürlich. Ehrlich? Ja, ja. Ja. Da hätte ja sein können, dass ihm das auf die Nerven geht, wenn der einkauft, dass er nicht gleich dann als Künstler... Ergänzen aber schlecht. Ja, ich hätte ja sein können, dass es so sein so war. Nee, wir hatten so, die Chemie war schon so, dass er gemerkt hat, dass ich auch ein leidenschaftlicher Musiker bin. Ja. Seid ihr hochgegangen und habt gesungen und musiziert? Wir sind hochgegangen. Er hat dann erstmal eine Uraufführung mit mir zusammen gemacht. Und zwar, ich hatte auch Bandmaschinen, alles startbereit da, damals überall stehen, zweimal Uhr und mehrfach was anderes, ja, und Sennheiser Mikrofone. Das hat er gleich mit einem Blick gesehen, dass da studiomäßig das alles okay war. Mhm. Sagt er, pass mal auf, das ist eigentlich puppelig, wenn wir hier oben uns vergnügen und deine Tine da unten, die arbeitet da unten, dann machen wir ihr mal ein schönes Band. Vielleicht hat er ein Auge auf Tine geworfen. Nee. Nee. Nee, der hatte andere Sorgen. Das kommt aber nachher, falls wir darüber auch noch sprechen. Nee. Wir haben also Les Feuilles Mortes von Jacques Brel, auf Deutsch hat er ja vertont, also hat er transkribiert und haben wir also, er hat am Flügel gesessen, gesungen und ich habe auf dem Vibraphon dazu gespielt, eine wunderbare Aufnahme haben wir gemacht. Das ist ja völlig verrückt, einfach so nur durch so einen Besuch in deinem Laden kommt dann so ein Verhältnis gleich zustande. Machen wir mal einen Sprung weiter, ist daraus wirklich dann eine langjährige Verbindung entstanden? Ja, ja, bis jetzt. Bis jetzt? Ja. Also seit 20 Jahren? Langjährig ja, Verbindung auch, aber die Frequenz unserer Kontakte, die ist sehr vereinzelt, ja? Ja. Aber nicht böswillig, sondern das ist eben halt so, dass wir uns selten, aber dann... Lebst du denn noch in Berlin? Ich bin in Berlin. Du bist in Berlin. Mit einem Bein, mit dem anderen bin ich auf dem Bauernhof. Und er ist ja Ehrenbürger von Berlin jetzt, ne, mittlerweile? Ja, seit
einem Jahr oder so. Das geht mich jetzt gar nichts an. Also ich habe ihn immer, das war jetzt, ich muss jetzt noch was dazu erzählen, weil es ganz lustig ist. Ja. Unter unserer Wohnung, die ja schräg über dem Laden war, und auch noch ist, über dem damaligen Laden, unter unserer Wohnung war damals eine ziemlich hässliche Kneipe. Ja, wo man die Leute, da ist auch ein Treppchen, und wenn die besoffen genug waren, wurden die Treppe runtergeschmissen, nach dem Motto, tschüss, du bist voll, ab, ja. Und die lagen dann da manchmal auch, die angetrunkenen Leute, die völlig betrunkenen Leute, bis sie sich wieder aufgerappelt hatten. Und die Kneipe, mir war zu irgendwo gekommen, die wollen weg. Und die Kneipe war schon so gut wie verkauft an einen anderen Kneipier, der dann da rein wollte. Ich habe mich dazwischen geschmissen, habe gesagt, gibt nichts, ich bewerbe mich, ich hätte gern die Räume für meinen Eisenbahnladen. So, dann hat uns die Brauerei... Versuch mal den Bogen zu Wolf Willmann zu kriegen, sonst schaffen wir es von der Zeit nicht. Da hat uns die Brauerei bedroht mit Anrufen, ihr brennt, Silvester brennt ihr ab, werde schon merken. Und während eines Telefonats, wo es eigentlich nur um eine Nachbestellung ging, habe ich das dem Wolf Biermann, der da in Hamburg war, erzählt. Ich sage, Wolf, die brennen uns ab. Sagt der Wolf, musst du denn dabei sein, wenn die dich abbrennen? Ich sage, nö, eigentlich lege ich da keinen Wert drauf. Das kann auch alleine passieren. Ist eigentlich noch viel schöner. Ja, sagt er, dann lade ich euch herzlich ein und kommt doch mal Silvester zu uns, die ganze Familie. Und dann sind wir also Silvester, das muss 87 gewesen sein. Auf 88 sind wir zu Biermanns gefahren, durch die DDR durch erstmal, ne, und so weiter, pipapo. Und Eva Maria Hagen war auch da und ein paar andere Leute, und haben wir da wunderbar an der Elbe. Volker, worauf geht's hinaus jetzt? Wir sind ein bisschen in der Zeit eng. Na gut, das war es eigentlich schon. Das war es schon, achso, naja, also noch ein schönes Silvester dann auch noch mit Wolf Biermann. Ja, und, ja, und hinterher noch ein paar andere Dinger hinterher dran. Aber also das war natürlich ein ganz, ganz toller, unverhoffter Besuch von einem sehr prominenten Menschen. Danke, dass du uns angerufen hast und danke, dass du es erzählt hast, lieber Volker. Ja, alles Gute, tschüss. Franziska, 21 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Franziska, jetzt haben wir nicht mehr so ganz viel Zeit, aber wir versuchen es mal. Was war bei dir der unbekannte Besuch? Wer war es? Also ich war es selber. Ich habe vor 9 Jahren meinen Vater gesucht und auch gefunden. Und ich stand ganz unverhofft bei ihm vor der Tür. Ach. Und war unverhofft, weil er nicht wusste, dass es mich überhaupt gibt. Ach, wie alt warst du, als du? Ja, von. Ich war 12 Jahre alt, als ich bei ihm vor der Tür stand. Und es war ganz witzig, nur weil sich meine Mutter ihre Lehrkameradin damals gemeldet hat, und da zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, so, jetzt fahren wir zu ihr und wir suchen sie, und dann suche ich meinen Vater, und damit war meine Mutter halt einverstanden und er hat mich voll und ganz akzeptiert, und er ist auch ganz stolz auf mich, weil ich seine einzige Tochter bin, und er ist halt sauer gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt auf meine Mutter. Sag mal, der wusste überhaupt nicht, dass du existierst? Nein, gar nicht. Also deine Mutter ist schwanger geworden und die beiden haben sich dann getrennt, oder? Das war alles eher so One-Night-Stand. Ach so. Das ist ja verrückt, dann steht plötzlich ein 12-jähriges Mädel vor der Tür und sagt, hallo Papa. Ja, genau, so ungefähr. Also, es war, also, und wie hat hast du wirklich gesagt, hallo Papa, oder hast du erst mal... Ich wollte dann eigentlich wieder umdrehen, wir haben so die Knie gezittert und alles, aber ich habe gesagt, jetzt stehe ich einmal da und ich weiß nicht, wie schnell ich da wieder hinkomme. Und ja, und ich bin dann rein, habe gesagt, guten Tag, ich bin deine Tochter, und... Er hat gesagt, ja, das haut alles hin. Er konnte sich auch noch an meine Mutter erinnern. Ach so, also er hat nicht direkt gesagt, nee, das kann nicht sein. Nein. Unmöglich. Er hat gleich gerechnet, ne, könnte hinkommen damals so. Und. Genau, die haben damals alle zusammen in einer Schweinefabrik gearbeitet und hat alles so da hingehauen. Und er hat gesagt, ja, und er hat ja auch meine Mutter und die alle da, die kannten sich ja alle. Ja. Und haben gesagt, ja. Und er kann mich auch nicht abstreiten. Ich sehe ihm aus wie aus dem Gesicht geschnitten. Mann, ist denn daraus dann wirklich bis heute eine gute und regelmäßige Verbindung entstanden? Ja. Also wir telefonieren, glaube ich, wöchentlich einmal. Ja. Und sehen uns auch. Also er wohnt in Erfurt und ich halt in Berlin. Ja. Aber wir sehen uns regelmäßig, wenn wir unten in Thüringen sind, und da treffen wir uns. Und. Aber das war dann aber auch schon so als 12-Jährige, finde ich, sehr mutig, das zu machen. Ja, aber man will halt wissen, wo man herkommt. Na klar, klar. Und die Mama hat nicht zuerst Bedenken geäußert? Naja doch, die hatte schon gesagt, sie wusste ja nun auch nicht, was aus ihm geworden ist, ob er Familie hat oder Kinder selber hat oder so.
Wie gesagt, sei dann nicht enttäuscht, aber ich bin für dich da, hat sie immer gesagt. Aber sie hatte dir schon erzählt, dass es den Papa gibt? Ja, ich wusste auch den Namen und ich hatte auch Fotos von ihm. Ach so, gehabt. Also die hatte dir schon von vornherein rein Wein eingeschenkt. Ja, also sie hat auch damit gerechnet, dass ich irgendwann... Ja. Und da ist auch keine Eifersucht dann entstanden zwischen deiner Mutter und ihm, dass deine Mutter eifersüchtig war auf ihn, dass du dich mehr, dass du ihn nur auch gerne hast oder so. Nein, gar nicht. Kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Toll, wirklich toll. Toll und mutig. Ja, nee, und mein Vater hat ja auch eine neue Partnerin und meine Mutter auch einen neuen Partner und die verstehen sich ja auch alle untereinander. Ja. Super gut. Und ich habe jetzt vor kurzem geheiratet und das hat auch alles wunderbar geklappt. Ich finde das wirklich toll. Es hätte auch sein können, dass du noch ein bisschen zögerlich gewesen wärst und hättest es erst jetzt gemacht oder so. Dann wären 10 tolle Jahre, die ihr miteinander verbracht habt, hätten einfach nicht stattgefunden. Richtig, genau. Und ich sag mal so, er hat auch eine der schönsten Zeiten miterlebt, die Pubertät, oder? Ja, genau. Ja, die wird er nie wieder vergessen, von deiner Pubertät. Ja, richtig, denke ich auch, weil ich bin ja nur seine Einzige, ne? Klar. Franziska, schön, dass du es auch noch erzählt hast. Unsere Sendung geht vorbei. Ja. Ich wünsche alles Gute dir und viel Glück für deine Ehe. Du hast es gerade gesagt, dass du verheiratet bist. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, viel Glück für deine Sendung. Dankeschön, ja? Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Volker Tarke. Morgen sind wir da, 1 Uhr Radios Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival und dann mit einer freien und offenen Thema. Und ich wünsche euch eine schöne, gute Nacht. Bis dahin, ciao. Es ist 2 Uhr.